الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Wir wissen alle, wir müssen es eigentlich wissen. Und wir müssen sehr davon überzeugt sein, dass alles, was wir an guten Taten verrichten, alles, was wir tun an guten Taten, verdanken wir allein Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Allah wären wir nicht rechtgeleitet worden. Ohne Allah hätten wir niemals beten können. Ohne Allah hätten wir nie im Leben einmal Allah lobpreisen können. Ohne Allah hätten wir niemals eine einzige Sajda, Niederwerfung geschafft. Ohne Allah hätten wir niemals fasten können, nicht mal eine Stunde. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala hätten wir niemals irgendeine gute Tat schaffen können. Also alles, was wir tun, verdanken wir Allah. Hada mannullah. Dies ist der Huld Allahs. Dies ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat dich dafür ausgesucht. Subhanahu wa ta'ala. Er hat es dir ermöglicht, Tauba zu machen. Er hat es dir ermöglicht, ihn zu gedenken. Er hat es dir ermöglicht, Da'wah zu machen. Er allein, subhanahu wa ta'ala. Nicht mit unserer Kraft, nicht mit unserer Macht. Denn das ist eine der Bedeutungen von La Hawla wa La Quwwata illa Billah. Wir werden niemals die Macht haben oder die Kraft haben, uns von einer Sünde fernzuhalten und eine gute Tat zu verrichten, ohne die Kraft Allah subhanahu wa ta'ala, ohne seine Erlaubnis. Warum ich das erwähne, liebe Geschwister, ist Erinnerung, damit keiner von uns mit seinen Taten angibt, damit wir alle auf dem Boden bleiben müssen, damit wir vom Boden bleiben, damit wir nicht anfangen zu prahlen mit unseren Taten, welche sowieso wenig sind. Und wer weiß, ob sie bei Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt angenommen wurden oder nicht. Also wir müssen lernen, auf dem Boden zu bleiben. Man tawadha alillah, rafa'a Allah. Wer sich für Allah subhanahu wa ta'ala Bescheid gibt, dem erhöht Allah subhanahu wa ta'ala. In Dunya und Akhir. Allah liebt die Bescheidenheit. Und Allah hasst diejenigen, die prahlen. Warum ich das erwähne, liebe Geschwister? Heute sehen wir viele Muslimen, welche die Möglichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, Tauba zu machen, Gutes zu tun. Sobald die jemanden sehen, der nicht so stark ist wie sie, der vielleicht Sünden hat, der vielleicht Schwächen hat, plötzlich fängt man an, na'udhu billah, ihn mit falschen Augen anzugucken. Fängt man an, ihn herablassend anzuschauen, prahlend anzugucken. Man fühlt sich dann als was Besseres. Dies ist kein Verhalten von einem Mu'min. Dies ist kein Verhalten von jemandem, der die Niederwerfung verstanden hat. Dies ist kein Verhalten von jemandem, dessen Gebete ihn erzogen haben, ihn verändert haben zum Positiven. Denn ein wahrer Mu'min schaut nicht so auf seinen Bruder, der schwächer ist, sondern mit Rahm. Und hier ist ein Rat von einem Scheich, der sagte, schaue niemals einen Sünder, einen Muslim, der gesündigt hat, verachtend an. Also verachte ihn nicht, weil er diese Sünde gemacht hat. Und sei nicht prahlerisch, wal'iyadu billah, ihm gegenüber. Denn du weißt es nicht, während du prahlisch oder prahlerisch ins Bett gehst, geht er weinend und bereuend ins Bett. Dann aus dem Grund
vergibt Allah ihn, tilgt Allah seine Sünden und verzeiht ihn. Und dafür macht er deine Taten zunichte, weil du damit geprahnt hast. Also vorsichtig. Und ich erinnere mich an euch, an die Aussage von Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Der sagte, eine Sünde führt ins Paradies. Lässt den Sünder ins Paradies eintreten. Und eine gute Tat führt in die Hölle. Warum? Eigentlich die gute Tat führt ins Paradies. Und die Sünde führt in die Hölle, walayyadu billah. Aber, damit meint Ibn al-Qayyim, rahimahullah, derjenige, der eine Sünde begeht oder begangen hat, dann lässt er eine Reue folgen. Dann weint er um seine Sünde. Dann bereut er seine Sünde. Was passiert dann? Dadurch vergibt Allah ihm diese Sünde und lässt ihn dann durch seine Reue in Jannah. Aber eine gute Tat führt in die Hölle wieder, indem derjenige, der die gute Tat verrichtet hat, lässt diese Tat, a'udhu billah, ein bisschen khalen, yani folgen. Er ist selbstgefällig, a'udhu billah, yani nachdem er diese Tat begangen hat. Also eine gute Tat, welche von Selbstgefälligkeit befolgt wird, führt dadurch, a'udhu billah, diese Person in Jahannam, in die Hölle, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aus dem Grund müssen wir uns in Acht nehmen. Und hier ist ein Beispiel von einem Sahabi. Abu Darda radiyallahu anhu, ging eines Tages an Menschen, an Leute vorbei und sah einen Muslim, der gesündigt hat. Und der wird von der Umma damals beschimpft. Von manchen Muslimen damals beschimpft und beleidigt. Wegen einer Sünde, die er begangen hat. Abu Darda radiyallahu anhu ist stehen geblieben und fragte diese Leute, die ihn beschimpft haben, wenn eure Bruder in einen Brunnen reinfallen, einen freien fallen würde und nicht mehr rauskommen kann, würdet ihr ihn da rausholen? Würdet ihr ihn retten? Daraufhin sagten die Muslimen damals, die ihn beschimpft haben, ja, wir werden es tun, wir werden ihn da rausholen. Subhanallah. Daraufhin sagte Abu Darda radiyallahu anhu, also beschimpft euren Bruder nicht. Beschimpft euren Bruder nicht. Dann haben die Leute Abu Darda radiyallahu anhu gefragt, ja Abu Darda, hasst du ihn nicht? Empfindest du keinen Hass ihm gegenüber? Daraufhin sagte Abu Darda radiyallahu anhu, nein, ich hasse seine Tat. Ich hasse diese Sünde, die er begangen hat. Und sobald er die Sünde verlassen hat, ist er mein Bruder. Das ist das wahre Verhalten der Sahaba. Und Sahaba sind unsere Vorbild. Wir meinen, alle befolgen Sahaba. Hier ist ein wahres Vorbild für uns, wie wir mit Menschen umgehen müssen, die gesündigt haben, die schwach sind. Wir sollten die Hand geben, inshallah, und denen helfen. Und nicht, a'udhu billah, den Shaitan gegen meinen Bruder unterstützen und umhelfen, damit er noch tiefer sinkt. Dies ist kein Verhalten von einem wahren Muslim oder jemand, der behauptet, Mu'min zu sein. Und das Thema ist groß. Möge Allah mir die Kraft geben, weitere Hadithe demnächst dazu zu erwähnen. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك